Ja, das ist die Tür. Oh, der Ladescreen nervt langsam. Ich meine, zuerst habe ich ihn gemocht, aber mittlerweile habe ich ihn oft genug gesehen. Wir haben uns einfach auseinandergelebt. Ich muss einfach weg hier. Weg aus Silent Hill und am besten man spielt es schnell durch. Und da bin ich gerade dran. Oh weh, du kotzt mich an. Ja. Das ist so egal. Jetzt war es doch die falsche Tür. Jetzt war das auch die falsche Tür. Ich finde, überall kotzt ihr. Sag mal, war gestern irgendeine Fete, bei der ihr voll gesoffen habt? Ihr alle vom Club. Ah! Gut. Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Soll ich euch was gestehen? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, aber es müsste theoretisch. Oh, danke, blaue Tür. So. Jetzt sind wir. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Oh mein Gott, James, nicht springen! Nicht springen! Gibt es keine Nottreppe? Ob sie beim Bau des Nachbargebäudes abgerissen wurde? Das ist ziemlich unfair. Ich glaube, ich kann ja das Gebäude nebenan gelangen, wenn ich durch das Fenster vor mir steige. Und du hast mich noch nicht mal gefragt, ob ich dir das erlaube. Ich bin schwer enttäuscht. Oder vielleicht doch nicht allzu schwer enttäuscht, denn in diesem Raum finden wir immerhin etwas, das wir suchen, beziehungsweise das nützlich ist, und zwar ein altes, kaputtes Bett. Nein. Yay, Toilette. Oh mein Gott. Jetzt wird's so richtig lecker. James hat diese Angewohnheit, immer in irgendwelche Löcher zu greifen. Was habe ich gefunden? Eine Brieftasche. Ah ja. Ich hoffe, er behält den Zettel. Und zwar gibt es hier einen. Nicht den Heiltrank. Wo ist er denn? Wohin guckst du? Ah, ein Safe. Gibt es? Es gibt einen Safe. Und den müssen wir öffnen. Mithilfe der Notiz, die wir gerade bekommen haben. Was ist das? Wo ist die Notiz? Ist das. Ja, Notiz. Brieftasche in der Toilettenschüssel. Diese Pfeile, Doppelpfeile, geben an, in welche Richtung ihr drehen müsst. Die Zahlen sind der normale Wert. Die Buchstaben sind dann. Oder ich denke mal, die Buchstaben sind römische Zahlen, oder? Also 4 nach rechts. 4 ist der Startpunkt. Nach rechts. Dann 17. Also von der 4 aus. 17 nach rechts. 18 nach links. 11 nach rechts. Von der 4 aus 17 rechts, 18 links, 4. Ich muss nochmal gucken. Entschuldigung, Entschuldigung. Brieftasche in der Toilettenschüssel. Von der 4 aus. So, jetzt ruhig. 4, 17 rechts, 18 links, 11 rechts. 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 17 links. 4. Jetzt 17 nach rechts. Zu 21 sozusagen. Ne, zu 1.
18 nach links. Ne, das sind die Zahlen, zu denen man drehen muss. Jetzt müssen wir nach rechts zur 17 drehen. Nach links zur 18. Und nach rechts zur 11. Nichts. Nochmal. Vielleicht sind es ja wirklich die Werte. Also von der 4. 17 nach rechts. ...18 nach links... ...wo bin ich dann? Hilfe... ...bei 3... ...18 nach links, ja... ...und 11 nach rechts... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Bessere Idee. Ich mach mir mal den Ton an. Mir ist jetzt total egal, ob ihr alles doppelt hört. Aber was soll ich... Wie soll ich das öffnen, ohne das Knacken zu hören? Okay, man hört kein Knacken. Super. Muss man irgendwie bestätigen oder so? Ich versuche es jetzt mal link. So. Ha! Hab ich dich. Okay. Wie wir sehen, eine Menge Patronen. Und das war's. Nichts für die Story Relevantes. Ich drehe mir gerade hier wieder den Ton ab. So, okay. Was mich jetzt interessieren würde, wie viele... Oh, eine brandneue Einbauküche. Was mich jetzt interessieren würde, wie viele habe ich eigentlich Patronen? Ich habe keine Karte von dem Gebiet. Super. Naja, wenigstens weiß ich, in welcher Stadt ich bin. Silent Hill. Oh, meine Energie sieht auch nicht so toll aus. 100 Patronen, überlegt euch das mal. So viel hatte ich doch im gesamten Silent Hill 3 Spiel nicht. 110, um genau zu sein. 13 Heiltränke, 3 Erste-Hilfe-Kästen. Und ihr könnt vergessen, dass ich auch nur einen davon nehme. Gut. Nicht gut. La 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 la. Was ist das? Welcher Wahnsinn ist dies? Ah, okay, ein Apartment. Oh, es gibt eine Tür. War das gut, dass ich da jetzt reingegangen bin? Oder ist das wieder so eine hab ich dich Tür? Das Tolle ist ja auch, man hat ja keine Karte. Nicht da... Wieso verliere ich Leben? Ah, toll, es gibt hier so einen verwursteten Käfer. Oh, und es gibt... Nein! Ja, genau, es gibt Nein, aber es gibt auch Ja. Und Ja werde ich sagen, wenn ich endlich eine Tür finde, die mich weiterbringt, wie diese zum Beispiel. In der Tür finde ich nämlich immerhin, was finde ich denn? Sag mir nicht, das ist der Raum mit dem Safe. Nein, okay. Gut so. Hast dich nochmal gerettet. Ah, aber es ist dieses dieses Pult mit den Münzen. Die wir dort... Ja, das Rätsel ist jetzt noch egal. Die wir dort einsetzen müssen. Wir brauchen allerdings 3 Rätsel. 3 Münzen. Wir haben nur eine. Schade, oder? Was vielleicht für den einen oder anderen auch schade ist. Dies ist keine Memory Card. Okay, aber laden konntest du davon. Was stellst du für Ansprüche? Okay. Was... Das war's für heute mit... Doch, das ist eine Memory. Das war's für heute mit Let's Play Silent Hill.
wir sehen uns morgen. Ja, das ist eine Memory Card. So hätte das Spiel es gern. Mit seiner tollen Abkürzungspolitik. Hier, guck doch mal. Los, überprüf endlich die... SW-Treppe, Abtaus. Es ist doch jedem klar, was das heißt. Das ist die Schweinetreppe vom Apartmenthaus, vom Abstinenzlerhaus, genau. Das ist der Raum 1E. Ah, okay. E-Förde. Ah, ja. Das war's, tschö.